Einen Hallöchen und einen herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist der Exo Black und wir spielen Layers of Fear und wir spielen die Erweiterung DLC von Layers of Fear und das heißt Inner Returns oder wie es ausgesprochen wird. Und ich sage einfach mal ein neues Spiel und bis gleich. Ja, wir wollen ein neues Spiel spielen. Natürlich noch ein kleiner Ladebalken. Und da sind wir auch schon. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Es ist Zeit, damit Schutz zu machen und die Vergangenheit mal ein bisschen umzukrempeln. Und nun sind wir auch schon da im Haus, wo wir vorher auch schon waren. Und drücke die F-Taste und zum Einschalten der Taschenlampe. An, aus, an, aus, an, aus. Gut. Mal das altbekannte Haus. Ja, den ersten Teil habe ich jetzt, habe ich mir privat durchgespielt. Und im Haus ist wohl ein Brand entstanden, so in der Richtung. Seine Frau ist da wohl, glaube ich, missstellt. Und er hat versucht im Bild, also vom Bild von seiner Frau, hat er immer wieder versucht, wieder hübsch darzustellen. Aber das ist natürlich in der Realität nicht möglich, wenn eine Person missstellt ist von einem Brand oder von irgendetwas. Ist es nicht möglich, vielleicht die Bilder zu malen, wieder hübsch darzustellen. Aber die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Die sollte man manchmal ruhen oder auch mal umkrempeln. Oder einfach mal, wie ich schon gesagt habe, ruhen lassen, sacken lassen und einfach sagen, ey, weißt du, fuck drauf. Ist passiert. Man versucht das Beste am Ende nochmal zu drehen. Aber ich schaffe wieder ganz, ganz drumherum. Ich muss einmal fleißig Schubladen öffnen. Vielleicht befindet sich da noch ein Briefchen. Ach, ein Wunder, da ist ein Brief. Nein, ich habe es gerade eben schon aufgenommen. Das, da war die Aufnahme am Abkacken schon wieder mal. Warum es so ist, I don't know. Ja, mich hat es nicht gestört. Ich nehme es gerne nochmal von neu auf. Und einmal die Space-Taste. Mein Liebling. Ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Ich habe versucht, es zu verstehen. Liebe, hilf mir. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hast du das getan? Fragezeichen. Hattest du das Gefühl, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt? Sag es mir, verdammt nochmal. Womit habe ich das verdient? Fragezeichen. Ich habe mein Bestes getan. Das weißt du doch. Ich habe dir alles gegeben. Du verdammtes, eigensüchtiges Lampe. Schlempe, sag ich mal. Ich sag auch mal Schlempe. Warum hast du mir uns das angetan? Ja, das will ich gerne auch mal wissen, warum du uns das angetan hast. Warum hast du mich weggeschickt? Warum hast du mich weggeschickt? Warum hast du meine Mom gemacht? Na gut, hier ist das alte Baguette Klo. Deckel runter, bei mir privat. Muss ich zugeben. Hawaii, warum auf die Hölle warten? Du verdienst sie jetzt schon. Ich verdiene jetzt schon die Hölle. Wir sind schon in der Hölle. Still life. Ah, bei mir privat. Crewdecke. Immer runter. Ich finde das eklig, wenn die Crewdecke oben sind. Wie kann man die immer oben lassen? Man kann sich doch einfach bücken und den Crewdecke runtersetzen. Nationale Hundeverband. Germany, also gegebenenfalls oder
Egal, 1889. Zur Bescheinigung Pupil SR 29, 87, 24, 98, 23, 7. Rottweiler, männlich. Geburtsdatum. Ahnung, stand hier nicht. Okay. Entschuldige, ich bin ein bisschen erkältet, aber es soll euch nicht stören. Reeks in here. Es stinkt hier drinne. Da sollte man die Füße überwaschen. Oder? Nee. Kann nicht sein. Kann nicht sein, da habe ich vor einer Woche erst gewaschen. So, hier ist wieder die. I swear, that dog doesn't shut up! What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Holy shit. Gehen wir da mal rein. Okay, das Bild. Nee, der hat den Hund da ja nicht abgewogen und dann da. Nee, nein, Leute. Tut mir das doch nicht an. Ich glaube mal nicht, dass er den Hund jetzt da, ich weiß schon, zubereitet hat in der Küche. Also wenn ja, dann kommt da lange Hafer, ey. Das musste ich mal nachgucken. Ob ich irgendwo. Nee, ich glaube mal nicht, dass der jetzt ihn jetzt in den Ofen geschoben hat, ey. Das wäre ein bisschen makaber. Selbst sogar für mich. Ich mache einfach mal auf. Vielleicht verbirgt sich hier irgendwas noch hier drin. Den Brief, ey. Da kann man nicht dran. Okay. Okay, drin ist abgehakt. Die Tür kann man schließen. Das ist eine geschlossene Sache. Oh Gott, der war nicht lustig. Schließen und geschlossene Sache? Nee, nee, das war nicht. Das war ein misslungener Witz. Okay, hier war der Raum, wo er gemalt hat. Dann treten wir mal in den Keller. Oh Gott, hier waren die ganzen Puppen gewesen. Waren die ganzen Puppen gewesen. Oh, Puppen sind ekelig, ey. Ja, ekelig jetzt nicht Puppen so direkt, aber. Weiß nicht, wenn die so in der Ecke liegen, tot und erstmal einen Brief einsammeln. Lieber Herr und Frau Kirksteiner, ich flehe euch erneut an, mir meine Tochter zurückzugeben. Geben Sie mir die zurück. Geben Sie mir die zurück, zurück, zurück. Geben Sie mir die zurück, 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 zurück und nochmal zurück und geben Sie mir zurück. Mit freundlichen Grüßen, der Grüßer aus dem Grüßerland. Gut. Ich glaube, so einen Brief sollte ich auch mal. Ich glaube, so einen Brief sollte ich auch mal verfassen. Und den einfach mal in der Tür schieben und einfach draufschreiben. No, that's not how it went. What is that? Yes, that's it. Ja, das ist es.
gleiche Brief. Ich glaube, ich sollte mal weniger labern. Ich sollte mich mal Concentration führen hier. Soll ich mich mal konzentrieren? Also Tür schließen. Abgeschlossene Sache. Yes, es ist Maria. Ich wusste. What the hell are you doing in there? Get out! Ich wusste genau, dass das die Rattenfallen waren, ne? Aber nö. Ja, Herr Sonnenschein, du musst dich echt nochmal erschrecken hier, ey. Aber ich wusste es genau. Ich wusste es. Ich hab den Ruin gehabt, weil ich ja schon mal war an dieser Stelle. So, Keller waren wir schon gewesen. Dann treten wir mal nach oben. Ja, warte mal. Treten nach unten. Wir gehen doch erstmal hier rechts rein. Einmal auf. Nein, hier weiter schon. Mich! War ja schon fünfmal gewesen. Durch diese Galeria zum Malen. Da gehe ich wirklich später hin. Gehe ich zum Schluss hin. Wir gehen erstmal nach oben. Ab ins Kinderzimmer. Ja, musste ich auch schon hochlaufen, ne? Keine Steps führen auf dem Treppenabsatz. Wrong with this thing? Ratte. Lügen, 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 Ratten lügen. Okay. Sehr au, sehr, sehr, sehr. That dog better not be where I think it is. Get the hell off! I told you not to spoil that fucking muck! Es ist entweder der. Also, da wollen wir nicht viel sagen. Ja, der, klar, der hat ein Alkoholproblem, ne, aber. Das auf die Tiere raufzuschieben. Ja, die können doch nichts dafür. Ein weiteres Bild. Die Tür ist verschlossen. Ja, da musste ich sie auch noch in. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht viel erklären. Hier ist das Kind. Hat du Ärger bekommen zur Strafe, musst du halt immer wieder im Schrank übernachten. Also so. Ja, sowas gibt es leider auch in der Realität. Ich finde sowas aber nur schrecklich und abartig, weil Kinder können dafür nichts. Kinder ist das schwächste Glied von allen, die können sie nicht wehren. Können einfach nur tatenlos zusehen, also nicht nur zu. Ja, es können halt nur tatenlos zusehen, weil die so unterdrückt werden. Oh, und I don't remember that being there. Ja, ich find's. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Ja, danke. Tut so gut zu wissen, dass es noch eine Schönheit in dieser Welt gibt. Okay, wir können interagieren, also im Spiel selber die Geschichte vorläufig weiterlaufen lassen. Ja, das finde ich schon ganz geil. Gut, das habe ich gerade eben auch schon gemacht, ne? Aber das ist mir nicht so. Also, wo ich das selbst getestet habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also, das finde ich ja mal. Weil ich habe vorher nämlich nur drauf gedrückt, wollte das Ding hier kurbeln.
Also jetzt, wie ich jetzt gerade hier. So. So gut. Gut, da fehlt die Schallplatte. Vielleicht finden wir noch die Schallplatte. Weil in diesem Raum war es gewesen, hat man die Musik angemacht, dann wurde der Raum immer halt im Rückwärts abgespielt, dann war man in der Vergangenheit. Und dann wieder in der Gegenwart. Okay, auch abgeschlossene Sache. Hier war das Büro gewesen. Da gehe ich gleich hin. Kann man die Tür jetzt auf? Ah ja, da haben wir noch. Ach, das Kinderzimmer habe ich noch ganz vergessen. Ich glaube, ich sollte mal weniger reden. Jetzt. All right, young lady. Shall we continue? Okay, right. Machen wir weiter. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Schau mich einfach an und hör mir zu. Where was it? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And yet... And yet, she did not dare to move. For she knew that that would be the end of her. The princess heard a... Hello! I'm right here! Hier bin ich. The princess heard a fearsome growl. The witch unleashed with murder. The hellhound. The monster sniffed at the air. Its perky ears wary of even... Ja, ich guck dich an. Alles okay. The monster sniffed at the air. Its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The eyes front, young lady! There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The hag was near. Ja, ich hörte mal dazu. The hag was near, just outside of view. But our heroine didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witches. She could almost feel the... Don't fail me now, princess! Oh, god damn it! Not again! Fine! Because the princess wouldn't stop fidgeting, she was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness, never to be seen again. The end. My fault. It was always my fault. All I had to do was stay still, day after day, for hours on end, until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were, but each one made me feel like I was his greatest failure. God's unbid. Okay. Ich sage, ich habe es vorher getestet. Und da habe ich mich einfach mal stumpf bewegt und dann hört er plötzlich auf mit der Geschichte und dann war es gestört zu Ende. Mit Absicht einfach mal stumm hingesetzt und einfach hingeschaut. Und ich will auch wissen, was ein Kinderzimmer ist. Was ein Kinderzimmer ist, sag ich schon. Ja, hier ist der Raum.
mit den ganzen Bildern schon gesagt habe, man kann es nicht verändern, auch nicht auf dem Bild. Gut, das sieht jetzt noch ganz normal aus. Das ist jetzt eigentlich auch noch. Diese Bilder am Kopf. Das sagt schon alles. So, bevor ich jetzt in diesen Raum reingehe, kann man die Tür bitte aufschließen? Ach, die hat keine Tür mehr, die Tür liegt da unten. Ja, dann würde ich mal sagen, würde ich hier einen Cut machen, weil wir sind schon über 20 Minuten und ihr wisst ja, alles, was über 20 Minuten ist, ist Luxus. Und ja, genau, ich werde jetzt eine Pause einlegen. Dann würde ich nur noch sagen, man kann auch speichern, du kannst zurück ins Menü gehen nur noch. Okay, da würde ich nur noch sagen, bleibt ihr im Ball bei diesem Kanal. Ich sag, ciao, bis zum nächsten Mal bei Layers of Fear und wünsche ich euch noch einen angenehmen Morgen, einen angenehmen Tag und einen angenehmen Abend, wenn ihr es anschaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.